Selfio. Do it yourself, aber do it richtig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Selfio TV. Wir erhalten häufig Rückfragen zur Installation von Raumthermostaten. Welches Kabel muss verlegt werden und wo sollte der Raumthermostat positioniert werden? Zum Anschluss des Raumthermostaten muss, wenn es sich nicht um einen Funkthermostaten handelt, ein Kabel vom Heizkreisverteiler in den Raum verlegt werden, in dem sich das Raumthermostat befindet. Dieses Kabel dient zum einen zur Stromversorgung des Raumthermostaten und gleichzeitig auch zur Anbindung des Stellantriebes an den Raumthermostaten. Schauen wir uns einmal die Anschlussleiste eines Raumthermostaten an. In unserem Beispiel handelt es sich um die Anschlussleiste eines 24 Volt Standard Raumthermostaten. Diese ist allerdings bei der 230 Volt Version gleich aufgebaut. Wir sehen hier 5 Anschlüsse. Diese sind mit einem Uhrensymbol L1, L2, nochmal L2 und einem Pfeilsymbol gekennzeichnet. L1 und der erste L2 dienen der Stromversorgung des Raumthermostaten, wobei L1 den stromführenden Leiter und L2 den Neutral- oder N-Leiter darstellt. Über den Anschluss mit dem Pfeilsymbol wird der Stellantrieb auf dem Heizkreis mit Strom versorgt. Im Heizfall wird der Schalter zwischen dem stromführenden L1-Eingang und dem Pfeilausgang geschlossen. Der Stellantrieb wird jetzt mit Strom versorgt und öffnet den Heizkreis. Sie benötigen also ein Kabel mit mindestens 3 beschaltbaren Leitungen. Wichtig ist dabei, dass der gelb-grüne PE oder Schutzleiter nicht beschaltet werden darf. Er dient ausschließlich der Schutzerdung. Ein normales dreiadriges NYM-Kabel reicht also nicht aus, um einen Raumthermostaten anzuschließen. Kommen wir nun noch zu den übrigen Anschlüssen. Normalerweise wird der Stellantrieb direkt im Verteilerkasten an den Neutralleiter angeschlossen. Ist dies nicht der Fall, kann der Stellantrieb auch über den zweiten L2-Anschluss an N angeschlossen werden. Der Eingang mit dem Uhrsymbol dient dazu, um den Stellantrieb mit einem externen Timer zu verbinden. Sobald der Raumthermostat über diesen Eingang ein Signal empfängt, geht der Raumthermostat in den Absenkbetrieb und verringert die eingestellte Raumtemperatur um eine vorgegebene Temperatur, die üblicherweise zwischen 2 und 4 Kelvin liegt. Dies entspricht einer Absenkung von 2 bis 4 Grad Celsius. Bei der Positionierung von Raumthermostaten sollten allerdings einige Punkte beachtet werden. Der Raumthermostat sollte keiner Zugluft und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Nicht im Bereich von Duschen oder Ähnlichem, also spritzwassergeschützt montiert werden. Und nicht über anderen Wärmequellen, wie zum Beispiel Heizkörpern oder Öfen positioniert werden. Die Raumthermostaten sollen eine mittlere Raumtemperatur erfassen, also sollten sie nicht zu hoch und nicht zu tief angebracht werden. Eine Höhe von 1,50 m bis 1,60 m hat sich dabei als sinnvoll erwiesen. Die elektrischen Anschlussarbeiten müssen natürlich immer von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. So, und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige wertvolle Tipps für die Installation von Raumthermostaten an die Hand geben. Machen Sie es gut, machen Sie es selbst. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Selfio. Do it yourself, aber do it richtig.